What? Sorry, ich glaube, ihr habt es gemerkt, ich war richtig konzentriert. Ich habe irgendwas random eingegeben und es ist einfach richtig. Ich habe nichts verstanden von dem, was sie da wollten. Nichts, gar nichts. Übrigens kann ich jetzt schon mal leaken, also leaken aber sagen, auch im Playthrough, ich habe keine Ahnung, wie mir die Hinweise zu dem passen, was da am Ende rauskommen soll. I don't know, ich habe keine Ahnung. Ich hab's geschafft? Hä? Und damit einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Zeit für Let's Play Pokémon Purpur und Let's Play Pokémon Karmesin. Und ihr habt es hoffentlich schon einmal an Anmod gehört. Wir sind heute schon wieder zu zweit. Das ist irgendwie ein totales Zweierding zur Zeit. Und es ist immer noch der herzallerliebste, ja, ich kann das auch, was du kannst, Matze mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend, Matze. Einen wunderschönen guten Abend zurück, lieber Kevin. Es freut mich, dass es sich hier so etabliert hat als Zweierteam. Und Ich soweit finde, wir ich. ergänzen uns da prima. Also schon, oder? Es ist gar nicht mal so Was? schlecht. Das kann man machen, kann man anbieten. Das erinnert mich an gute alte Outer Worlds-Zeiten. Oh ja, lang ist schon wieder her. Das ist ja echt lang her. Also ich weiß nicht, ob du schon in der Arena drin bist. Ich habe hier noch zwei Trainer außerhalb gefunden. Ich verdresche hier gerade noch diverse wilde Pokémon, aber halt im Quick-Dings. Also ich mache nur hin und her und bugge gerade mit Coraidon fest. Also es ist wirklich eine wahnsinnig tolle und anmutige Szene. Jetzt hat es das Spiel gemerkt und setzt mich zurück. Aber ich habe tatsächlich keine Trainer mehr, die ich jetzt akut machen will. Deswegen muss ich schweren Herzens wahrscheinlich das Zweierteam jetzt erstmal auflösen, lieber Kevin. Nein, das kannst du doch nicht tun. So leid mir das tut, denn ich habe tatsächlich vor, jetzt mich in der Arena ein wenig auszutoben. Und ich habe mich auch umentschieden, ich werde nicht mit Skelokrok reingehen, ich werde mit Pamomomamomamo reingehen. Oh. Wobei, es ist auch schon wieder vom Level her. Ach, ich weiß doch auch nicht, was ich mache. Mal gucken. Ich gehe jetzt erst nochmal kurz heilen und dann entscheide ich, was ich mache. Lieber Kevin, ich wünsche dir maximalste Erfolge bei deinem Arena-Run dann. Vielleicht sehen wir uns ja danach nochmal wieder. Ich denke mal, das wird jetzt nicht die ganze Folge dauern. Ich hoffe es mal Also, nicht, nee. Wenn ich ready bin, dann komme ich hier zurück in meine Höhle. Aber für jetzt, fürs Erste, lasse ich dich erstmal allein und sage viel Erfolg. Bis nachher. Dir auch dann, ne? Tschüssi. Danke. Ja, gut, da sind wir schon wieder lonely. Und leider wurde mein Knorpern komplett verdroschen von Jeffrum. Aber das gebe ich natürlich jetzt gern zurück mit dem Windschnitt. Zack, bumm. Weg bist du. Ein Kamalm. Da bleiben wir natürlich einfach drin. Obwohl, ich hätte können meinen Olizena. Na, ist egal. Zack, one shot down, Freunde der Sonne. Megakick von Bylonda. Megakick war mal eine Normalattacke. Ist es auch immer noch? Aber die Genauigkeit ist halt bei 75, ne? Das ist halt beyond bad. Ich lerne die mal nicht. Ich lerne die mal nicht. Und dann gucken wir mal, was hier noch kommt. Wie gesagt, ich glaube, ein Trainer ist es noch, den ich hier gesehen habe. Bevor wir die Arena machen. Mal sehen, ob ich den jetzt gerade wiederfinde. Ah ja, hier vorne. Das süßeste Pokémon ist. Puh. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Was ist denn das süßeste Pokémon? Also Evoli ist da auf alle Fälle mit einer Verlosung drin. Aber Arctip definitiv nicht.
Also weiß ich jetzt nicht, wie man auf Arctip kommen kann. Sorry, aber... Ah, mach deine Eisenabwehr und fühl dich toll. Fühl dich toll. Mit deiner Eisenabwehr hier. So, hätten wir das auch erledigt. Servierer Idris ist von der Bildfläche entfernt worden. Du kannst sinnlos klatschen. Und ich gehe jetzt auch in die Arena rein, ne? Inklusive Arena-Prüfung. Zack, nochmal heilen. Ja, jetzt nicht hier. Wo ist denn die Arena? Na, hier nicht. Hier. Hey, Kevin. Ach Gottchen. Ich habe dich in die Arena laufen sehen und bin sofort hergerannt. Tut mir echt leid, dass wir letztens nicht gegeneinander kämpfen konnten. Aber versteh mich nicht falsch, ich bin dir nicht gefolgt, um dich herauszufordern, ausschließlich, ehrlich. Wo ich natürlich nichts gegen einen Kampf einzuwenden hätte, was meinst du? Ja, mach mal ruhig. Yippie, ach wie mich das freut, endlich wieder ein Kampf gegen dich. Ich möchte mit Pokémon kämpfen, die zu deiner jetzigen Stärke passen. Sorry, gib mir gerade noch einen Moment, um über mein Team nachzudenken, ja? Versuch du dich doch derweil schon mal an der Arena. Toll. Grüß dich. Jupp, da bin ich. Bin der Kevin. Grüße. Und was ist die Arena-Prüfung? Ein geheimes Gericht zu bestellen. Gegen das Gericht hast du bestanden. Okay. What? Okay. Suche nach Hinweisen zu dem Gericht. Okay, ich muss irgendein geheimes Gericht finden. Ja. Wow, das wird ja spaßig. Ich probiere hier gar nichts. Ah, guck mal, das sieht aus wie ein Trainer. Machst du auch bei der Arena-Prüfung mit? Verrate mir doch bitte deinen Hinweis. Bitte. Nö. Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt wird so aggressiv, die Marie, ne? Aua. Zack. Weg bist du. Dein Mango Spector. Schlaraffel. Machen wir sie die Saal. Thank you.
Ey, das macht ja überhaupt keinen Damage. Oh, das umso mehr. Machen wir mal bei Londa rein hier. Ja, konter dich selber aus. Hahaha. Du Schlimmpumperich hier. Zack. Down. Mein Pylonda hat the moves like Jagger. So, was ist denn dein Hinweis? Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Okay. So, wo sind hier noch Trainer? Ah. Du hast auch einen Hinweis zum geheimen Gericht bekommen, oder? Na warte, ich werde ihn schon aus der rauskitzeln. Also die eine wollte irgendwas vom Eisstand. Der Ausweichwert sinkt stark. Okay. Ich will aber gar nicht ausweichen. Angriff sinkt. Cool. Zack! Weg bist du. Level up! Dunkelheit umgeben von Treppen. What? Dunkelheit umgeben von Treppen? Hier ist noch ein Trainer. Nee. Ah, hier. Akademie Schüler Thilo. So. Machen wir mal einen Fußtritt. Ah, one shot down, easy. Easy boy. Ich suche mich gerade schon sehr zu konzentrieren, was die damit meinen könnten. Ja, hör auf. Ja, du musst mir den Hinweis jetzt verraten, aber das Geklatsche am Ende tiltet mich so sehr. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Hä? Also erstmal heile ich meine Pokémon. Also ich habe bis jetzt noch keine Ahnung.
Ich habe auch, glaube ich, meinen eigenen Hinweis verpasst. Kann das sein? Gehen wir mal rein. Wir versuchen es einfach. Wir gucken, was passiert, Leute. Willkommen. Aha. Ich habe jetzt von niemanden hier irgendwie einen Hinweis bekommen. Okay. I guess so, ja. Ach, da drüben sind auch noch welche. Ja. Gebratene Reisbällchen. What? What? Sorry, ich glaube, ihr habt's gemerkt, ich war richtig konzentriert. Ich habe irgendwas random eingegeben und es ist einfach richtig. Ich habe nichts verstanden von dem, was sie da wollten. Nichts, gar nichts. Übrigens kann ich jetzt schon mal leaken, also leaken aber sagen, auch im Playthrough, ich habe keine Ahnung, wie man die Hinweise zu dem passen, was da am Ende rauskommen soll. I don't know, ich habe keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Hä? Wie? Ich muss Matze dann fragen, wie das geht. Ich muss Matze dann fragen, wie das geht. Das ist ja insane. Na gut, dann sprechen wir mit dem Personal der Schatzstube. Beziehungsweise... Muss ich da eigentlich nochmal rein? Ja, möchte ich. Ja, okay, los, komm. Krawattenträger. Grüß dich. Ich heiße Aoki, wurde der Mesclara Arena als Arena zugeteilt. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung. Du solltest übrigens auch die anderen Gerichte hier probieren. Die sind alle recht gut, nicht nur die Reisbällchen. Aber lassen wir den Smalltalk, sonst kriege ich von der Chefetage einen auf den Deckel. Bringen wir diesen Kampf hinter uns. Also Stock im Hintern ist für den wirklich untertrieben. Das ist ja insane. Sehr geehrter Herausforderer, beiliegend ist meine Einladung zum Kampf. Hochachtungsvoll, Arenaleiter Aoki. Und nochmal Krawatte richten. Ein Koalelu. Ein Beiländer. Ich habe gerade erst gegessen. Gehen wir es langsam an, ja? Nee. Auf gar keinen Fall. Ich mache einen Fußtritt und damit ist dein Koalelu weg. Nichts mit langsam angehen lassen hier. Dummi Miesel. Auch du wirst leiden. Sehr stark leiden. Ach, das ist halt jetzt schon wieder... Tschüss. Geh weg. Hm.
Egesam, Olitena. Selbst vor Freilich nehmen wir das. Ein Staraptorm. Ja, mein Voltrian. Naja, immer noch besser als vom Chef den Marsch geblasen zu bekommen. Ja, der ist so emotionslos und so... I don't know. Nicht übel, sieht fast so aus, als würde ich verlieren. Verziehen nicht auszusehen meine Miene oder so. Hey, Aoki, reiß dich zusammen! Wenn du meine hungrigen Gäste schon warten lässt, gib ihnen wenigstens ein deftiges Spektakel. ja, Jubel, toll! Gebt alles, ihr beiden! Kommt ihr, wenn wir ja. Na schön, da will ich mal nicht so sein. Geben wir den Gästen, was sie verlangen. Schlaf nicht ein, mach deine Terra-Kristallisierung. Naja. Dann mal los, bereit für eine Attacke, die mitten aus dem öden Arbeitsleben kommt. Alter, was ist mit ihm? Er ist auch mit seiner Welt nicht ganz zufrieden, ne? Ja. Donnerblitz und that's it. Ich brauch nicht mal Terra kristallisieren. Weil, I don't need it. Da waren meine Augen wohl größer als mein Morgen. Kenn ich. Zu viel bestellen, ne? Deine Stärke ist außergewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, sozusagen. Da ich verloren habe, muss ich dir nun diesen Orden hier überreichen. Was essen sollst du auch mal? Der Kampf hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hältst du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Reisbällchen. Wenn du 5 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 45 leichter fangen. Ah, und sie folgen all deinen Anweisungen. Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung, aber nimm das bitte hier trotzdem. Ich finde das Essen hier ziemlich schmackhaft. Und keine Sorge, die Rechnung geht natürlich auf mich. Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit festem Einkommen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Rüde wie sonst was. Ah, grüß dich. Ich gratuliere dir zu deinem Sieg in der Arena. Kai hat mir bereits von einem ungewöhnlichen Trainer berichtet. Offenbar meint es sie dich damit. Ich habe deinen Kampf eben verfolgt und muss sagen, du bist tatsächlich überaus talentiert. Wenn du so weitermachst, könntest du wirklich noch den Champ-Rang erlangen. Ich würde dich nur zu gerne in naher Zukunft in die Pokémon-Liga rekrutieren. Kevin, ich weiß jetzt, in welchen Pokémon ich gegen dich antreten werde. Dein Kampf in der Arena habe ich übrigens auch gesehen. Echt beeindruckend, wie schnell du immer stärker wirst. Champ Nemila, wie schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Was? Oh, was machen sie denn hier mit Kevin Nummer 1? Nummer 1? Nanu? Habe ich das etwa nicht ordentlich erklärt? Alle schauen zu ihr auf und du kennst sie nicht einmal? Oh je. Sie ist die absolute Nummer 1, er steht sogar noch über dem Champ-Rang. Ihr Name ist Zakaria, sie ist der sogenannte Top-Champ. In der Tat, neben meiner Funktion als Präsidentin der Pokémon-Liga fülle ich auch diese Rolle aus. Ich hätte gedacht, sie wären viel zu beschäftigt, um die Arenen persönlich zu inszipieren. Hä? Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin gekommen, um ein vielversprechendes Talent zu rekrutieren. Was? Ist Kevin etwa schon bekannt? Ich habe ihn aber zuerst entdeckt. Auch wenn sie der Top-Champ sind, können sie sich ihn mir nicht einfach von der Nase wegschnappen.
Du scheinst dich wohl große Beliebtheit zu erfreuen. Ich werde mich hinten anstellen. Ganz genau. Los, Kevin. Ich schulde noch einen Pokémon-Kampf. Schnell, schnell. Los, auf zum Kampfplatz. Einen Moment, bitte. Hä? Was ist? Diesen Kampf würde ich mir nur allzu gern ansehen. Aber nur, wenn euch das genehm ist. Aber natürlich. Von mir aus. Kein Problem. Bist du auch einverstanden, Kevin? Ajo. Vielen Dank euch beiden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Nun denn, lasst uns gehen. Nur mal los, ne? Hallo? Also, nochmal für dich zum Mitschreiben. Du klapperst die verschiedenen Arenen ab und dann kämpfst dir die Orden. Wenn du das geschafft hast, kannst du gegen die allerstärksten Pokémon-Trainer antreten. So ist es, und zwar in der Pokémon-Liga. Sie befindet sich nordwestlich von Mesaluna City. In der Pokémon-Liga wird würdigen Trainern der höchste aller Titel verliehen, der des Champs. Sobald du 8 Arena-Orden beisammen hast, kannst du deine Prüfung ablegen, die es in sich hat. Schaffst du es schließlich selbst, den stärksten Prüfer zu besiegen, wirst du zum Champ ernannt. Stell dir nur mal vor, wie sich das für dich anfühlen würde. Der Moment, in dem du zum Champ wirst. Du hast dein Ziel, die Bühne aller Bühnen vor Augen. Und jetzt beginnt der Kampf. Oh, nicht so schnell. Die Pokémon von Kevin scheinen noch etwas erschöpft zu sein. Genau. Oh, sorry. Ich war schon so bereit für den Kampf, dass ich das gar nicht daran gedacht habe. Aber dank des Top-Champs sind deine Pokémon jetzt wieder topfit. So, versetz dich nochmal in die Situation von eben zurück, Kevin. Und los geht's! Der Kampf ist das Ziel! Ja, leadet denn bei mir? Oh, bei Londa, ne? Das ist sogar gut. Lass dich nicht davon einschüchtern, dass die Nummer 1 uns zusieht. Nö. Oh, Aruksuki, Wahnsinn, toll. Tschüssi, Wolverock. Gekriddet. Uff, nicht übel. Diese Attacke hat es ganz schön in sich. Na komm, jetzt laber nicht so viel, bitte. Ein Volltreffer ausgerechnet jetzt? Dein Glück hätte ich gern. Jetzt nerv nicht. Pamamo. Ja, ich möchte wechseln. Wackel, du machst das. Zack, ge-one-hitted. Level up. Risiko-Tackle? Nee, brauchen wir nicht. Piscora. Oh, man sieht die Saal, ne? Lebensschuss. Ja, komm, eine Drachenattacke. Warum? Hä? Aber ist es nicht ein Gift-Pokémon? Volltreffer ungekrittet. Oh. Schade. Naja, tschüss, Cidisol. K-
Knoppen, du kannst auch was machen. Mach mal einen Nachtnebel hier. Zack, hat sich erledigt. So, ein Skillokrok. Da haben wir doch wieder bei Londa raus, ne? Ja, beide Terra kristallisieren. Wahrscheinlich bin ich eher dran. Haha, sehen Sie das Nummer 1? Ich wurde in die Ecke gedrängt. Ja, das will doch wieder keiner wissen. Es juckt. Zeit für eine Terra-Kristallisierung. Das bringt selbst die Augen der Nummer 1 zum Leuchten. Oh, und dein Gelaber bringt mich auch zum Leuchten, du. Meine Güte. Jawohl, und es überlebt halt. Jetzt kommt mein Ass im Ärmel zum Einsatz. Zeig mir, wie du seinen Attacken standhältst. Lodolied. Cool, mach eine Feuerattacke. Bis irgendwann. Weißt du, was ich jetzt mache? Eine Prio-Attacke. Tschüss. Wasserdüse und that's it. Nochmal 3 Level-Ups. Ach, wie sie sich freut. Wundere dich nicht, wenn du ab sofort etwas mehr am Rampenlicht stehst, Kevin. Warum jetzt? Gegen jemanden wie Champion Emila einen solch beachtlichen Kampf hinzulegen, zeugt von Talent. Es war mir eine Freude, solch einem herrlichen Kampf beiwohnen zu dürfen. Wie krass, sogar der Top-Champ erkennt dein Potenzial an. Du hältst mich wirklich auf Trab, so schnell wie du stärker wirst. Weißt du, eins war mir schon klar, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Eines Tages wirst du den Champ-Rang erreichen, Kevin. Da bin ich mir sicher. Die übrigen Arenen wirst du ohne Probleme bewältigen. Du schaffst das! Das denke ich auch. Hier, das soll dir gehören. Betrachte es als Investition für deine Zukunft. Oh, Terra-Ausbruch. Schön. Jo. Wenn ein Terra-kristallisiertes Pokémon diese Attacke einsetzt, passt sich ihr Typ dem Terra-Typ des Pokémon an. Irgendwann werden wir zwei uns den besten Kampf aller Zeiten liefern. Das weiß ich einfach. Ich werde noch viel, viel mehr trainieren, um richtig darauf vorbereitet zu sein. Ich frage mich, ob sie gerade aus Freundschaft gesprochen hat, um dich zu unterstützen, oder weil sie sich Großes von dir erhofft. Nein, ich glaube, das war keine bloße Hoffnung. Sie hat aus fester Überzeugung gesprochen. Komm, ich führe dich wieder zurück zur Arena. Lol. Deine Gruppe wurde aufgelöst, aber nicht nur die Gruppe wurde aufgelöst, nein, auch die heutige Folge neigt sich ihrer Auflösung, ihrem Ende entgegen. Wir sind schon etwas über der Zeit, aber ich denke, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben die Mesclara Arena erfolgreich absolviert, nehmen Mila in die Schranken gewiesen, schon wieder. Und ja, was will man mehr für die Pokémon-Folge erwarten? Ich bin sehr zufrieden, ich hoffe, ihr seid auch mit meinem Kämpfen auch zufrieden gewesen heute und in den letzten Folgen. Ich denke, das wird so langsam und beim nächsten Mal, wenn wir wieder auf Matze und Benny treffen, bei der nächsten Aufnahmesession, da sind sie fällig. Ich spüre das.
ganz, ganz, ganz deutlich. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich, bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Nacht, einen wunderschönen Tag, was auch immer ist, während die Folge schaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Purpur und Karmesin. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ihr euer Kevin.